So, hier möchte ich euch Etati vorstellen. Das ist eine kleine Elfe, die sich super gut mit Kräuter- und Heilpflanzen und deren Wirkungen und Anwendungsbereichen auskennt. Die kleine Elfe wurde von Natascha Sturm erfunden aus dem Nice-Ufer Verlag. Und es gibt verschiedene Bücher und Auflagen hier als eine Kräuterfibel und in dem jeweils immer eine Pflanze vorgestellt wird. Und dann gibt es ganz viel Wissenswertes und eine Geschichte dazu. Ich stelle euch das in einem weiteren Video noch vor. Und hier Tati und Paul, da wird sozusagen die Lebens- und Wirkungsgeschichte von Tati erzählt, wie sie angefangen hat, alles zu lernen und wie sie dann alles aufgeschrieben hat und wie alles wirkt. Ich stelle euch hier jetzt Ting vor, der kleine Bruchpilot. Wichtig ist aber noch zu sagen, dass alle Bücher, genau wie vom Inhalt her, sehr auf die Natur bedacht sind und dass alle Bücher extra in Österreich gedruckt werden, in einer Druckerei, die sehr auf Umwelt und Natur bedacht ist. Es wird alles auf umweltfreundlichem Papier gedruckt, ohne Schwermetalle, die Farben sind umweltfreundlich und ich finde, das ist ein total tolles Konzept, da auch ja inhaltlich das sehr auf Natürlichkeit alles gegeben ist, dass das auch beim Drucken der Bücher jetzt langsam immer mehr Beachtung findet. Genau, es geht hier in dem Buch Tink, der kleine Bruchpilot, um den kleinen Elfen, der vom Himmel schwebt, an so, sich so an so Blüten festhält und sich dabei natürlich verletzt. Er landet hier in der Butterblume, auch wieder eine weitere Pflanze, die erwähnt wird, kommt dann zur Kräuterfee, aber es wird festgestellt, dass er sich den Flügel gebrochen hat und deswegen kommt dann auch die kleine Elfe Tati mit vorbei, um zu helfen. Der Zwerg, das sind die Freunde und hier der Klock, die Steinfigur, die kommen auch mit. Es geht sozusagen auch in dem Buch um Freundschaft, um Zusammenhalt, dass er Trost findet. Und Tati hat auch schon gute Ideen, aufgrund ihres Wissens von Kräuterpflanzen ihm zu helfen. Der kleine Tink ist aber erstmal sehr traurig, weil er ja eher so ein Weltenbummler war und viel gereist ist und immer die Welt gesehen hat. Und dann soll er erstmal zum Wasser, da kann ihm aber auch nicht geholfen werden, bis Tati auf die Idee kommt. Beinwell wirkt sehr, sehr, sehr gut bei Brüchen. Die Freunde, wieder das Thema Zusammenhalt, bereiten nun den kleinen Tink einen Brei zu und am Ende geht es ihm natürlich wieder super. Sein Bruch ist verheilt, er kann wieder fliegen und die Welt erkunden. Und alle freuen sich und sind zufrieden. Also ich finde ja, die Zeichnungen sind total niedlich, total zauberhaft. Die mag ich total. Die Geschichte ist in Reimform geschrieben, finde ich auch total schön gemacht. Nicht überladen, ganz, ganz simpel gehalten. Ich denke, für Kinder ab 3 Jahren sehr gut geeignet. Und besonders gelungen finde ich hier hinten ist dann nochmal so ein Glossar zur Löwenzahnpflanze und zum Beinwell aufgeschrieben. Die Pflanze wird dann eben hier beschrieben, wann man sie sammeln kann und was man eben mit den einzelnen Teilen der Pflanze machen kann, weil er natürlich hier am Anfang mit dem, das war natürlich das waren Löwenzahnblüten, davon abgestürzt ist. Die fliegen ja dann immer so durch die Luft. Und Beinwell wird auch nochmal genau beschrieben, wie sie wirkt und was sie für Kräfte hat. Genau. Also ich finde das sehr gelungen, weil es eine niedliche Geschichte ist, die für Kinder super gut verständlich ist, aber nebenbei sehr viel Wissenswertes über die jeweilige Pflanze vermittelt und auch über die Themen Freundschaft, Zusammenhalt und Reisen und Weltenbummlerei.